Sie machen Musik, die Leute mitreißt. Sie sind Kumpels, mit denen es so richtigen Spaß macht. Und Humor haben sie auch. Wir stellen euch vor, unsere ersten Kandidaten heute, Black Tooth Scares. Guten Abend, Hamburg, seid ihr am Leben! Ich wusste, Dieter Bohlen hat Unrecht. Dicke können auch Gitarre spielen. Vor allem aber sind Black Tooth Scares dick im Rockgeschäft. Ihr habt hier so Metal-Elemente drin und dann geht auch mal wieder ganz trocken in den straighten Rock rein. Das, finde ich, ist gerade das Geile. Geil fand die Jury aber auch die eigene Band-Gürtel-Kollektion. Am Ende stand fest, die Rocker aus Sachsen-Anhalt sind im Finale. Sehr cool. Respekt, Dankeschön. Sehr cool. Ich bin hier auf der Couch bei Black Tooth Scares, die gestern eine ganz traurige Nachricht bekommen haben und trotzdem einigermaßen glücklich mit mir hier sitzen. Und zwar, ich sag's kurz und schmerzlos, wie es ist, ihr wurdet leider disqualifiziert. Das ist ganz schlimm und ich weiß, jetzt guckt ein bisschen fröhlicher, eben ging das noch. Ja. Also die Geschichte ist so, dass das tut dem Hardrock Café Hamburg ganz, ganz doll leid, aber es war so eine schöne Geschichte, weil ihr habt einen Bassisten spielen lassen, weil eurer leider nicht konnte und ihr habt die ganze Nacht geprobt mit Herzschmerz und allem und habt gewonnen, aber leider ist es so, dass man keinen anderen Bassisten der Band spielen lassen darf und jetzt haben die aus USA gesagt, ihr dürft jetzt leider nicht mehr im Finale teilnehmen, aber das Tolle ist, stopp, dass ihr trotzdem auftretet. Ja, selbstverständlich für die Leute da draußen, die da gerade ein bisschen Krach machen, haben wir einfach gedacht und einfach auch für das Hardrock-Café und weil uns die Leute einfach so geil begrüßt haben und aufgenommen haben. Natürlich spielen wir heute. Ja, Mann! Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlauer Schachzug, so hier Gewinner der Herzen und sowas. Ich glaube, danach verkauft ihr noch viel mehr Platten als alle anderen. Ja, dazu müssen wir erstmal unsere Platte rausbringen. So, deswegen hören wir euch jetzt spielen und euch wünsche ich ganz viel Spaß. Haut rein, rock das Haus! So, er muss nochmal durchstimmen, weil er heute wieder neue Gitarrenseiten drauf machen musste. Da darf ich doch jetzt mal bitte unsere Maniacs hier begrüßen. Hallo, schön, dass ihr alle für uns gekommen seid, es ist endgeil. Aber natürlich auch den Westflügel. Hallo Hamburg, hallo Hardrock Café. Oh, Schätzchen, komm mal, na dann. Erster Song heißt Plant a Seed. Bury me!
Also nochmal fürs Protokoll. Hamburg, seid ihr am Leben? Sehr geil. Wir sind Black to Scares. Und trotz der widrigen Umstände und der traurigen Nachricht von gestern ist es für uns umso geiler, heute mit dieser Fanbase hier zu spielen. Wir sind alle 400 Kilometer gefahren. Und das ist für uns eine Ehre, echt. Finde ich ganz schön geil. Deswegen geht es jetzt gleich weiter. Nächster Song, Falls Down. Vielen Dank. Uns haben heute viele gefragt, na, wie fühlt ihr euch denn? Naja, natürlich fühlen wir uns beschissen. Wir haben da gestern Abend, als wir davon gehört haben, dass wir disqualifiziert sind, da oben auch ein paar Tränchen verdrückt auf der Dachterrasse. Letztendlich, wenn wir das jetzt auch mal ein bisschen resümieren, haben wir eigentlich nur gewonnen, weil der Typ hier ist für uns eingesprungen, hat es für uns möglich gemacht und wir haben nicht einfach nur einen Ersatzbasser gefunden, sondern einen Freund und wir dürfen das hier alles erleben und das ist scheiß geil. Also, next song. Ihr helft mit My Desert. Noch der Westflügel da.
scissors, but this is my home. I don't know why, just singing a song, yeah. This place familiar, so familiar to me. Disease feelings, yeah, I had a fear. But I protect him, see I can't get a stream. Here in my desert, I always found my way. Behind these walls, you cannot see. You can find my desert, and sometimes me. Jetzt endet das schon. You know, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Wieder mal eine Floskel, wo andere Türen zugehen, gehen wieder andere auf, egal. Rob, red nicht so viel. Ja, hier, er ist am Stimmen. Ach so, er ist am Stimmen. Ja, du, dann. Ich möchte mich übrigens auch mal vorstellen als Bassist für die Fans, die mich nicht kennen. Ich bin Henning, hi. Ja, jetzt hat er gestimmt, jetzt können wir weitermachen, wa? Cheer for him. Letzter Song, wie immer, Waiting Bullet! Yeah, 1 minute is enough to say things you never say at all. One moment,
Yeah, one more man is enough to defeat. Is enough to identify in silence. As a hypocrite waiting bullet in your eye. I saw you standing out there with the tears in your eyes and a mirror in your breathing. We start over again. You see, in silence, there's something to say. In 1 minute, yeah, 1 minute is enough to escape. Is enough to reanimate. In silence, is it a trip? Waiting money in your job. I saw you standing out there with the tears in your eyes and in mirror, you're bleeding. Through me conditioned like a farewell. Reality, yeah. I'm setting, I'm getting you to take it further. Which greatest plans of Hamburg, das letzte Mal hat's gut funktioniert. Einmal das Warm-up für Trailer Park Sex und für Paint Me Picasso. Hands up in the air! Einmal das ganze Hard Rock Café Hamburg. Gefangen. Das ist ein gutes Zeichen. Ach, wie geil. Ja, nun kommt man hier zusammen. Black Tooth Scare ist in einer, glaube ich, sehr entspannten Stimmung zu spielen. Ich gehe mal vom Foto, sonst wundern die sich nachher bei den ganzen Veröffentlichungen, dann, wenn ihr noch hier fotografiert werdet.
Sagt er, wieso? Und der Typ mit dem Sakko bei euch auf der Bühne, das war aber ein bisschen komisch, was ihr da gemacht habt. War das eben entspannt für euch zu spielen jetzt? Oder habt ihr drüber nachgedacht, über die Situation oder gar nicht? Oder habt ihr einfach gesagt, Auftritt, los geht's? Wenn der erste Ton erklingt, dann geht das ja meistens weg. Und na ja, dann haben uns die Leute ein bisschen getragen. Also es war heute mal eine andere Sache zu spielen, aber war extrem geil. Ihr sollt dann natürlich jetzt auch das Juryurteil hören. Denn das rein Formale ist eine Sache und das andere ist ja einfach das, was ihr zu sagen habt nun zu Black Tooth Scares. Gucken wir mal, JR, du bist schon in den Startlöchern sozusagen. Ja, ich geh schon. Ja. Ich bin schon da. Ja. Erstmal Jungs, ich möchte erstmal sagen, ihr habt das wieder mal geil gemacht. Ne? Also, und ihr habt nicht einen neuen Freund gewonnen, sondern noch einen. Ne? Also. Alles klar? Okay. Also, ihr habt das ganz klasse gemacht und ja, wie ihr schon seid, eigentlich kann man im Prinzip mit einem Satz alles erklären. Man soll aufhören, wenn das am besten ist. Und jetzt war es super, also hört einfach jetzt für heute einfach mal auf. Und entspannt euch, trinkt was, genießt einfach ein bisschen die Atmosphäre, lasst euch nochmal richtig feiern hier. Auf die Jungs! Ne? Haut rein, Jungs, habt ihr super gemacht. Wir fragen uns aber durch die Jury schon nochmal. AC nickt schon wissend und bestimmt wirst du auch wieder einiges zu sagen haben. Natürlich, ich bin schon da und heute stelle ich mir auch mal mit rein. Ich muss euch auch nicht abklatschen, ich mag euch, das wisst ihr auch. Und ich glaube leider, es tut mir für die anderen Bands ein bisschen leid, aber ihr hättet neben den Boss, da ist er auf dem Shirt, am besten auf die Bühne gepasst. Sorry. Aber... es läuft manchmal im Leben schief. Also, haltet euch daran fest, dass ihr eine geile Band seid, auch mit eurem Hamburger Gast. Du siehst aus wie ein Rockstar, du singst wie ein Rockstar und ihr seid dafür verantwortlich. Moment. Ihr seid dafür verantwortlich, dass er nicht so fett bleibt. Das macht ihr. Immer schönen Gruß von AC. FDH frisst die Hälfte. Und ihr beide, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden besser singt. Bleibt zusammen, sonst geht das Ding den Bach runter. Viel Glück, toi toi toi. Ja, ich glaube, ihr habt ja schon einen Stein im Brett, kann man sagen, so wie das klingt. Und was den Support angeht, also mein Schlageralbum, ne, kommt dieses Jahr raus. Die 12 Songs sind fertig. Und ich meine, mit einem Support wie euch zum Beispiel, also überlegt euch das mal. Also ich wäre scharf drauf, euch im Vorprogramm zu haben. Henning Hellfeld. Das will ich mir nochmal überlegen als Support für ihn. Deine fachliche andersrum, Meinung. Andersrum, genau. Du als Support. Ja, wir können dann auch tauschen. Das läuft. Je nachdem, was besser ankommt. Nee, geil. Erstmal natürlich großes Kino, dass ihr überhaupt spielt. Ich finde das sehr geil, dass ihr trotzdem, obwohl das jetzt so gelaufen ist, einfach spielt, euren Mann steht und das einfach hier richtig dick gerockt habt. Richtig fett. Ihr seid ein wahnsinniges Power-Trio, wenn man das so musikalisch, wenn man den Gesang mal ausklammert. Ihr seid wahnsinnig tief, das ist so Pantera-Style. Wenn ich die Augen zumache, höre ich auch irgendwie immer Dimebag Darrell aus dem Grab rufen. Allerdings habt ihr auch zwei tierische Stimmen und das finde ich auch geil. Und krass ist halt, dass ihr auch melodisch alles das so richtig rüberbringen könnt. Großes Kino, weiter so. Okay, damit kann man leben, ne? Auf alle Fälle, ja. Also ich meine, ich bin total überrascht, wie viele Leute hier da sind für die Band. Ich finde es großartig, die Jungs kennenlernen zu dürfen und dieser Contest ist einfach nur eine Bereicherung für alles, glaube ich. Geil. Sauber. Ja, und ihr wisst es nun, ihr müsst zusammenbleiben, auf immer und ewig, aber könnt ihr euch das vorstellen? Selbstverständlich. Das ist von Anfang an, wir sind die einzigen beiden regulären Gründungsmitglieder, das wird sich auch nicht ändern. War nie anders gedacht. Richtig. Ja, schön. Ja, dann weiter. Viel Spaß und Erfolg da mal. Schön, dass ihr hier seid. Feiert mit. Macht mit.